Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Jo. Ich bin Walk of Books und heute möchte ich mit euch über Schwarzes Herz von Jasmina oder Jasmina Kunke sprechen. Das Ganze war jetzt ziemlich stark, würde ich sagen, in den ganzen Medien vertreten aufgrund von dem Skandal bezüglich der Frankfurter Buchmesse. Ich habe auf meinem Blog eine relativ ausführliche Rezension geschrieben, möchte aber natürlich auch so kurz etwas dazu sagen. Schwarzes Herz ist die Geschichte einer jungen schwarzen Protagonistin, die ziemlich viel schon in ihrer Kindheit durchmachen musste und später als Erwachsene ebenfalls unfassbar viel überstehen musste, brauchte, überstand, so rum. Und das Ganze geht so tief und so nah, dass es mich echt berührt hat. Richtig, richtig krass berührt. Ich konnte das Buch wirklich nicht aus der Hand legen. Es bedient sich einer relativ, ich sage mal, derben Sprache teilweise, was aber so, wie ich finde, schon ins Buch gepasst hat von all dem, was bei dieser jungen Protagonistin passiert ist. Es geht um eine, wie gesagt, junge Frau, die in einer ziemlich toxischen Beziehung steckt und ganz, ganz viel in dieser Hinsicht auch erleiden und erdulden muss. Ihr Kampf aus all dem und der Schritt, überhaupt in dieser Ehe zu sein, was dazu geführt hat, wie es dazu gekommen ist, das Ganze ist schon ziemlich, ziemlich heftig und krass. Mein Stiefvater hatte mir viele Jahre eingeredet, ich wäre ein böser Mensch und würde irgendwann vom lieben Gott dafür bestraft werden. Und ich glaubte, dass ich ein schlechter Mensch war und schlechten Menschen nun auch mal Schlechtes widerfährt. Ich konnte mir nicht entkommen. Nicht dem entkommen, was ich war. Kraftvoll und eindringlich schreibt Jasmina Kunke in ihrem ersten Roman darüber, wie sich Rassismus in die Seele der betroffenen Menschen webt. Es wird niemanden so schnell loslassen, denn es tut weh. Und wie? Das Buch hat mich so unfassbar berührt, so unfassbar mitgenommen, dass ich wirklich auch weinen musste, richtig, richtig heftig. Und ich finde, niemand, besonders Kinder, dürfen einfach so etwas, was der Charakter oder die Charakterin in diesem Buch widerfahren ist, darf niemandem passieren. So etwas, das geht einfach überhaupt gar nicht. Die Stärke, die aber auch das Buch widerspiegelt und signalisiert, ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Das muss ich echt sagen. Mir fehlen immer noch die Worte zu all dem. Kommen wir also mal kurz zur Frankfurter Buchmesse. Jasmina Kunke sollte oder wollte eigentlich ihr Buch vorstellen auf der Frankfurter Buchmesse, hat das allerdings dann nicht gemacht. Wir wissen, der Eklat dazu war ziemlich, ziemlich heftig und ziemlich lange auch in den Schlagzeilen, die ganze letzte Woche im Prinzip, weshalb das Buch natürlich in dieser Hinsicht auch bekannt wurde oder bekannter geworden ist, als es ursprünglich wahrscheinlich geplant war. Mittlerweile ist es schon ziemlich stark auch auf den Amazon-Charts vertreten und wenn man eine Rezension dort jetzt hochladen möchte auf Amazon und das Buch bewerten will, geht das nicht, weil einfach zu viele Rezensionen eintrudeln. Das habe ich jedenfalls versucht, weil ich das Buch über vorablesen.de erhalten hatte. Es ist, wie gesagt, eine unfassbar beeindruckende Geschichte. Ob nun alles real war oder ob vieles hinzugefügt wurde, das kann ich natürlich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Was ich allerdings weiß, ist, dass man eine Ehrlichkeit aus dieser Geschichte heraushört, aus diesem Buch, die so selten ist, dass ich mich wirklich gewundert habe, wie man überhaupt den Mut aufbringen kann, solche Sachen zu schreiben. Wie es überhaupt passieren kann, dass man loslässt und wirklich alles, all das, was geschehen ist, was in diesen 208 Seiten passiert, knapp 208 Seiten sind es, ja. Was da alles rauskommt, welche Last auch von
den Schultern vielleicht genommen worden von Jasmina Kunke selbst. Wie gesagt, ob das alles der Realität entspricht, das kann ich so nicht behaupten. Das kann ich nicht wissen, das weiß nur die Autorin selbst. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass sie sich der Gendersprache angenommen hat und mit Sternchen ihre Wörter auch geschrieben hat. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das finde ich auch immer wahnsinnig toll, wenn man dahingehend mit der Zeit geht. Jasmina Kunke hat auch, schreibt auch, oder ich habe ein paar Tweets auch gelesen und ein paar andere Sachen von ihr jetzt in letzter Zeit. Und da ging es auch darum, dass sie tatsächlich, dass Neonazis ihre Adresse bekannt gegeben hatten und sie wirklich auch während des Lockdowns, während des Homeoffice, während des Ganzen drumherum in Angst lebte und umziehen musste. Während sie mit ihren Kindern eigentlich nur Schularbeiten machen wollte. Ne? Wir kennen doch die ganze Situation der letzten Monate und des letzten Jahres. Wir wissen doch alle, wie das ist, wie es war. Dass man tatsächlich einfach nur froh ist, wenn die ganzen Schularbeiten beiseite waren und man dann abschließen könnte. Und das Ganze mehr oder weniger in vierfacher Ausführung zu haben und dann auch noch mit der Angst zu leben oder Angst leben zu müssen, dass irgendetwas passiert. Ich wüsste nicht, wie man da, ich weiß nicht, wie man mit dem Ganzen umgehen sollte oder könnte. Auf jeden Fall möchte ich noch zum Schluss anmerken, dass mir das Buch wirklich am Herzen liegt. Schwarzes Herz ist so unfassbar intensiv geschrieben, dass ich wirklich, wirklich lange auch darüber nachgedacht hatte und nachdenken musste über all das, was passiert ist, weil mich diese ganze Geschichte nicht losgelassen hat. Und ich hoffe, euch wird es vielleicht ähnlich ergehen, dass ihr auch einfach mal innehaltet, nachfragt, wie, wo, was und nochmal möglicherweise auch überlegt, wie man selbst denkt, wie man selbst handelt, was einem tagtäglich durch den Kopf geht und vielleicht wie die Umgebung auch über ganz viele andere Dinge redet. Kürzlich war die Bundestagswahl, wir wissen, wie es ausgegangen ist. Und es ist teilweise so erschreckend, auch wenn man wenn man mit Verwandten, Bekannten, Kollegen, Kolleginnen, mit allen möglichen Leuten redet, und dann so ein paar Sachen heraushört. Es ist erschreckend nach wie vor in dieser heutigen Zeit, dass einfach so viel noch passiert. Und dass so viel Hass teilweise einfach immer noch zu finden ist in den Menschen und in den Köpfen. Ich hoffe, das hört eines Tages wirklich, wirklich auf. Und man stellt fest, dass das Herz wichtiger ist als alles andere. Und dass es auf den Charakter ankommen sollte. In diesem Sinne, schaut auch gerne nochmal auf Instagram vorbei. Ich habe hier auch noch mal was zur Buchmesse und zu dem ganzen Thema geschrieben. Auch hier noch mal zu dem Schwarzes Herz von Jasmina Kunke und allgemein auch hier noch mal mein eigenes Statement zur Frankfurter Buchmesse. Ich war nicht dort. Ich zeige euch alle hier bei Jasmina Kunke selbst vorbei. Denn sie hat hier ja auch ihr Instagram-Account. So. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Bye. Und passt auf jeden Fall gut auf euch auf. Ciao, ciao.